Ich bin, glaube ich, schon mit 5 auf die Idee gekommen, Unternehmerin zu werden. Es war absolut nicht so, dass wir uns gefreut haben über Monas Sonderwege. Ich würde mich nicht als Wunderkind bezeichnen, weil ich weiß, was für eine Arbeit dahinter steckt. Es gab auch Zeiten, da habe ich Mona erlebt, da wollte sie alles machen und alles gleichzeitig. Ich bin davon überzeugt, dass jeder ähnliche Ergebnisse wie ich erreichen kann. Und 1, Augen auf! Du bist frisch und fit im Hier und Jetzt. Mein Name ist Mona Ghazi, ich bin 21 Jahre alt und habe mit 16 mein erstes Unternehmen gegründet. Ich habe 2 Klassen übersprungen, mit 14 das erste Studium angefangen, mit 17 Abi gemacht. Mit 21 bin ich jetzt dabei, mein drittes Unternehmen zu gründen und habe eine Promotion angefangen. Also mein Tag fängt eigentlich immer so zwischen 6 und 7 an. Dann mache ich Sport und wenn ich wiederkomme, mache ich Frühstück und Journal nebenbei oder meditiere noch. Es ist für mich extrem wichtig, dass mein Körper und mein Geist fit bleiben, weil die Arbeit manchmal so stressig und fordernd ist. Ja, es gibt schon manchmal diesen Impuls, dann denke ich mir schon, es wäre eigentlich nice, im Bett liegen zu bleiben. Samstags mache ich das auch, dann nehme ich mir auch die Zeit. Ich glaube, viele Menschen denken, dass ich den ganzen Tag durcharbeite und nicht schlafe, aber das stimmt nicht. Ich habe schon öfter gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme, die bestimmt auch schon oft überschritten habe. Und das hat dazu geführt, dass ich mal irgendwie länger erkältet war oder mich einfach nicht gut gefühlt habe. Deswegen ist es für mich jetzt so eine Riesenpriorität, meine Gesundheit regelmäßig anzugehen über Meditation, Journalen und verschiedene andere Sachen, damit ich auch in der Arbeit gut performen kann. Das ist wahrscheinlich so eine lebenslange Journey, irgendwie zu gucken, wie Achtsamkeit und dieses harte Unternehmertum zusammenpassen. Ich habe vor 5 Jahren oder so angefangen, Affirmationen täglich zu machen. Also einer meiner Lieblingssätze ist, I will persist until I succeed. Es hilft mir einfach morgens so mein Gehirn auf die richtige Frequenz zu bringen. Mein erstes Unternehmen war eine Zeitmanagement-App mit dem Ziel, dass Schüler und Studenten lernen, ihre Zeit besser einzuteilen, damit sie mehr Freizeit haben können. Mein zweites Unternehmen heißt Optimo und wir machen eine Lern-App für Produktionsmitarbeitende. Alle Leute sind remote, das heißt, unser Hauptentwickler ist auch in Kolumbien. Bei uns kommt es einfach nur auf die Ergebnisse an und dass die Ziele, die wir gemeinsam vereinbaren, erreicht werden. Wann das passiert und wo, ist eigentlich egal. I think what would make sense is if we also look at some of the Figma screens and then compare the Figma screens to the code. Für mich ist Unternehmertum ein Mindset und das Mindset, was dahinter steht, ist dieses einfach machen und Dinge anpacken. Also ich bin sowohl Marketingchefin als auch IT-Chefin als auch Sales- und Vertriebschefin. As you can see, we have like reward module, which is basically like 4 or 5 screenshots of how rewards are going to look for workers and for managers. And like die Dinge, die ich erreicht habe, da steckt auch eine Menge Arbeit hinter und dementsprechend würde ich mich nicht als Überfliegerin bezeichnen, sondern eher als jemand, der diszipliniert arbeitet und schon früh wusste, was er machen möchte. I think that all of us were like older than her. And you can still feel that you're being led by a great, great person and that she's giving you the right direction and keeping it humble, keeping it friendly. I think that that's what really makes her my friend, much more than just like graduating at 14 or something like that. Überraschenderweise war mein Alter nie so ein großes Problem in Verhandlungen mit Kunden. Und ich habe eigentlich eher die Erfahrung gemacht, dass mich manche Investoren weniger ernst nehmen als am Ende die Kunden und potenziellen GeschäftspartnerInnen, was ich total spannend fand. I wish you a lovely rest of the day and see you soon.
Ja, bye. Adios. Bye, adios. Hallo. Ah, Schatzilein. Endlich. Ja. Warte, hat ja mal wieder länger gedauert als immer. Jetzt gedauert. Hallo. Oh, schön, dich wieder da zu haben. Komm rein. Ja, ich habe auch gerade Pizza warm gemacht. Ah, perfekt. Schön, dass du endlich da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich bin, glaube ich, schon mit 5 auf die Idee gekommen, Unternehmerin zu werden. Und zwar, weil ich es geliebt habe, Sachen zu erfinden. Meine Eltern sind beide Maschinenbauingenieure und die haben mich auch immer dazu motiviert, einfach mal, wenn mir etwas fehlt, es selbst zu bauen. Mona war immer besonders wissbegierig und schnell in allem. Das hat uns permanent herausgefordert. Wir mussten immer wachsam sein und wir hatten auch viel zu lachen, wenn sie mal wieder irgendwelche neuen Erfindungen hatte oder neuen Ideen hatte. Ich habe irgendwann einfach gelernt, wie man schnell lernt, und dann wurde es mir total langweilig im Unterricht. Als Mona gesagt hat, dass sie studieren will, war mein erster Gedanke, wo geht das, wie geht das, was kostet das? Und die Fragen haben wir nacheinander geklärt. Und dann hab ich Mona eingeschrieben an der Fernuni Hagen. Das musste ich noch machen, weil sie noch nicht volljährig war. Sie haben mir halt einen Coach zur Seite gestellt mit dem Hintergedanken, dass ich da regelmäßig drüber sprechen kann, wenn ich mich überfordert fühle. Ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Eltern sich da auch so viele Gedanken gemacht haben und mich da auch finanziell unterstützt haben. Es war absolut nicht so, dass wir uns gefreut haben über Monas Sonderwege. Wir hatten Sorgen, dass sie es nicht schafft, dass sie merkt, dass ein Studium doch ein Ticken zu schwer ist und dass sie dann enttäuscht wird. Mona hat einfach diese Energie und wenn sie etwas machen will, dann bleibt sie da so lange dran, bis sie es auch machen darf oder machen kann. Und wie lange bleibst du jetzt nochmal genau? 3 Tage. Okay, das heißt, du bist dann Mittwoch weg. Dienstag? Mittwoch? Dienstag. Und dann kann ich meine Calls um 12 oder 1 halt direkt machen, wenn ich ankomme. Vor allem meine Mutter hat mich als weibliches Vorbild sehr geprägt, dass sie halt selbst in der Managementposition ist und eine Ingenieurin ist. Leistungsbereitschaft bewerten wir positiv, wobei wir immer geguckt haben, dass wir die Kinder nicht unter Leistungsdruck setzen. Also wir haben immer das Prinzip der Leistungsfreude, sagen wir mal so. Mich hat das sehr inspiriert, dass meine Eltern beide leitende Funktionen in den Unternehmen haben, in denen sie arbeiten. Und das war schon wie so eine Messlatte für mich, dass ich wusste, okay, das will ich mindestens schaffen. Dadurch, dass wir so viel per FaceTime telefonieren, habe ich eigentlich nie das Gefühl, dass ich sie lange nicht gesehen habe oder dass sie mir fehlt. Okay, einmal in den Arm nehmen, das fehlt halt manchmal. Mona hat sich gar nicht dadurch verändert, sondern sie ist eigentlich nur gewachsen. Sie ist einfach mehr die Mona geworden, die schon immer in ihr steckte. Okay, ja. Also zwischen 15 und 15.30 Uhr wahrscheinlich. Ja. Danke, dass du anrufst. Dann bis später. Ciao. Tschüss. Also das war jetzt gerade Mona live. So kenne ich das. Also Mona geht mit mir spazieren und dann muss sie zwischendurch mal schnell ein Telefonat machen. Lass uns da hochgehen. Ja. Ich hatte auf jeden Fall die Sorge, dass Mona irgendwas verpassen könnte. Ich wurde auch oft angesprochen von anderen Eltern, ob sie denn wirklich so schnell erwachsen werden soll. Ich hatte aber das Wissen, dass ich Mona nicht bremsen konnte. Hätte ich sie gebremst, wäre sie unglücklich gewesen. Ich hatte eine tolle Kindheit. Ich hatte jetzt einen tollen Weg, ins Erwachsenenalter reinzukommen. Ich glaube, ich bin ja immer noch dabei, mit 21 erwachsen zu werden. Freundschaft war für mich immer sehr wichtig. Als ich übersprungen habe, gab es so eine Zeit, wo ich wenige Freunde hatte. Also als ich in die neue Klasse gekommen bin und mich erstmal so einfinden musste. Hallo Mona, hi, komm rein. Ja, danke schön. Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Das war für mich auch sozial eine schwierigere Zeit. Oh,
nice, du hast sogar so freundlich. Du musst 1 bis 2 Minuten ja. ziehen lassen. Wir haben uns in der 10. Klasse kennengelernt. Ich war zu dem Zeitpunkt so 20 Jahre alt, Mona war 15. Also mich hat es immer überrascht, dass sie mit 15 schon alles schaffen konnte und alles auch machen wollte und so viele Ziele im Leben hatte. Das hat man auch bei den Lehrern gemerkt. Die waren öfters auch der Meinung, wie soll man denn beide Dinge auf einmal schaffen? Das ist doch unwahrscheinlich. Ich wollte es eigentlich in der Schule nie sagen, dass ich studiere, weil ich Angst hatte, dass ich dann keine Freunde mehr habe. Ich habe es dann irgendwann erzählt und es war auch ganz gut. Ein paar Leute dachten sich, glaube ich, schon irgendwie so eine Angeberin oder sowas in die Richtung. Ne? Und dann gab es aber auch ein paar Leute, die dachten, ah, wie geht das? Ich will das auch machen. Ja, Gisams Selbstständigkeit finde ich total spannend. Also ich sehe da einfach so ein krasses Wachstum. Der erste Umsatz oder der 10. Kunde oder sowas sind immer so coole Sachen. Und ich freue mich einfach sehr, diese Weiterentwicklung mitzuverfolgen. In 10 Jahren sehe ich auf jeden Fall Mona mit ihrer Familie zusammen, dass sie ihren Ausgleich gefunden hat, aber daneben auch eine erfolgreiche Unternehmerin geworden ist. Vielleicht auch auf der Titelseite von Forbes. Es gab nie einen Moment, wo ich in Frage gestellt habe, Unternehmerin zu sein, aber es gab schon einige Momente in der Produktentwicklung, wo ich das Gefühl hatte, so geht's nicht weiter und wir müssen aufgeben, wir müssen es irgendwie anders machen. Wir haben jetzt gerade einen Runway von 12 Monaten, das heißt, wir können noch überlegen, wie es weitergehen soll. 3 Faktoren sehe ich gerade, die uns daran hindern, das Geschäftsmodell so, wie es jetzt ist, weiterzumachen. Je nach Thema überlege ich immer, wer mir da am besten helfen kann. Und glücklicherweise habe ich in den letzten Jahren so ein großes Netzwerk aufgebaut, dass ich da immer richtig coole Leute kenne, die ich auch ansprechen kann. Wo siehst du aktuell die größten Chancen oder Risiken? Interne Skalierung ist, glaube ich, der einfachste Weg, weil man die Technologieoffenheit des Unternehmens, des Kunden schon kennt. Ich bin schon seit mehr als 20 Jahren Unternehmer und ich mache es manchmal sehr gleich, wie ich es immer gelernt habe. Und ich kriege durch Mona und durch junge Founderinnen einfach und Founder sehr viele Impulse, Dinge neu zu denken. Ich habe als Unternehmerin Kapital bekommen, ich habe ganz viel Wissen und Zeit von dir bekommen und es ist für mich total schön zu hören, dass ich dir auch was zurückgeben kann. Sofort abfragen. Genau, die Budgets abfragen. Ich bin auch überlegen, ob es Kooperationsmöglichkeiten gibt. Wo gibt es diese Marktteilnehmer vielleicht? Und wie kommt man an die ran? Welpenschutz ist ein Riesenthema und ich glaube, das werde ich auch noch bis 25 haben. Ich merke das richtig, dass es für alle Menschen total okay ist, wenn ich Fehler mache. Ich bin eher die größte Kritikerin von mir selber. Also deswegen finde ich das auch cool, wenn Leute jung gründen, weil man so viele Fehler machen darf und es einem keiner übel nimmt. Ob ich meinen Weg empfehlen würde? Nein, aber nur mit dem Hintergedanken, dass ich glaube, dass für jede Person es immer einen unterschiedlichen Weg gibt, dass andere Leute auch anders glücklich werden können. Ich glaube, was man bei Mona auch verkennt, sie hat viel Mut, sie macht das gut, aber sie schmeißt das nicht so aus dem Ärmel heraus, sondern da ist viel, viel Arbeit, viel, viel Vorbereitung, viel, viel Denkarbeit davor, bevor ein Ergebnis kommt, wo alle wieder sagen, ach, die Mona. Dann denkt man sich selbst so, ja, die letzten 9 Monate habe ich jeden Tag dran gearbeitet, dass es irgendwann Realität wird. Hypnose wurde mir von einem Bekannten empfohlen, als ich ihm so erzählt habe, dass ich mich oft selbst unter Druck setze und ich im Coaching viel an meinen Glaubenssätzen arbeite, aber das Gefühl hatte, dass ich nicht tief genug komme. Okay, dein Thema soll ja heute sein. Das ist generell im Unternehmertum so, dass extrem viel Persönlichkeitsentwicklung passiert, wenn man Unternehmen aufbaut, weil ich ja so viel Verantwortung habe, dass ich mich immer mit mir selbst erst beschäftigen muss, bevor ich Entscheidungen für das gesamte Unternehmen treffe. Und dann schauen wir mal, wo kommt das her und gucken, ob wir das aufgelöst kriegen. Ja? Ja. Ich will einkuscheln hier. Ne? Ja. Und dann fixier mal bitte mit deinen Augen die Spitze des Stiftes
Und tu mal bitte so, als würdest du die Muskeln um deine Augen herum so entspannen, dass die Augenlider ganz schwer werden. Ja. Alle Muskeln um die Augen herum, im Gesicht, dürfen jetzt so entspannt sein. Ich bin Diplom-Chemikerin auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Schwerpunkt Hypnose. Hypnose ganz zielgerichtet im Bereich Business kann man zum Beispiel einsetzen, um Ressourcen zu stärken, die vorhanden sind, ja, beziehungsweise um gewisse unternehmerische Qualitäten zu entwickeln. Führungsstil, Integrität, Authentizität, Selbstwertgefühl und alles sowas, ja. Und du sagtest, danach kam noch was anderes? Ja, die andere Situation ist, dass ich so spät abends noch lerne, weil ich also am nächsten Tag eine Prüfung habe. Es war dunkel, ich war in meinem Kinderzimmer. Aber da war ich so 13, 14. Mhm. Ja, die Entwicklung von Mona ist insofern sehr interessant gewesen, weil sie ist ja ein extrem rationaler Mensch, der anfangs, als sie zu mir kam, schweren Zugang zu ihren Gefühlen hatte. Und wir brauchen aber diese Gefühle, um uns rundum als ganzer Mensch zu fühlen. Sehr schön, du kannst den Anker wieder lösen, Mona. Wunderbar, genau. Und eins, Augen auf. Du bist frisch und fit im Hier und Jetzt. Ja, danke schön. Wie geht's dir? Gut, ich fühle mich entspannt. Ja, das ist schön, das sieht man auch. Ich glaube, dass es dadurch, dass ich alles immer so schnell mache, es schon ein extrem hilfreiches Tool für mich ist. Es wird immer leichter für mich, die Kontrolle abzugeben und dann mehr im Moment zu sein. Und früher fiel es mir viel schwieriger. Je mehr das Unternehmen wächst, desto mehr wachse ich auch als Person. Das letzte halbe Jahr war das mein Hauptfokus, zu lernen, einfach nur zu sein und nicht zu leisten und dann mich auch nicht schlecht zu fühlen, weil das hatte ich davor. Ich werde immer besser darin, mich selbst zu loben und ja, mir selbst auch die Anerkennung zu geben für das, was ich schon geschafft habe. Die Erfahrungen, die ich über die letzten 5 Jahre als Unternehmerin gesammelt habe, teile ich gerne als Speakerin auf Keynotes oder in Workshops mit Unternehmen und Führungskräften und auch als Coachin. In 5 bis 10 Jahren bin ich hoffentlich glücklich, zufrieden, erfüllt, habe tolle Beziehungen zu meinen Mitmenschen und das, was ich arbeite, macht mir Spaß und vielleicht habe ich schon Kinder. Was möchtet ihr gerne gründen? Schreibt es in die Kommentare und lasst ein Abo da.